Hallöchen, und da sind wir auch schon wieder. Wir stehen vor der Arena. Da wurden wir ja gerade von der Zeit so jäh unterbrochen. Und ich werde erstmal die Punkte oben von der neuen Stufe noch einsortieren, sag ich jetzt mal. Und dann werden wir mal fragen, ob der uns wieder in der Arena testen will. Mal sehen, überraschen lassen. Also erstmal die Punkte. Natürlich erstmal hier wieder einen Punkt reinsetzen. Gut, einmal frei. Und ja, das war's auch schon hier bei den Punkten. Brauchen wir nie. Geht noch nie. Okay. So. Achso, ein Questgegenstand haben wir wieder bekommen. Haben wir hier irgendwas gefunden? Der Elite-Schild. Der Elite-Schild ist wirklich besser für sie. So. Sonst noch irgendwas? Ach so, okay. Da ist nur ein Sägeblatt dran, okay. Austarierter Totschläger, den kann ich noch zweimal verbessern. Das ist schon optimal für sie. Nö, die Hose ist schon besser. Stiefel sind neu dazugekommen. Aber. Teile habe ich noch ein paar gefunden. Die hatte ja hatte sie ja die ganze Zeit an, bis ich mich dafür entschieden habe. Oder hat sie die hier? Ach, ich gebe ihr die leichte Soldatenbrustplatte. Widerstand gegen Elektrizität wäre eigentlich schon nicht schlecht. Aber, naja. Sie ist ein Tank. Punkt. So, Nisha, hast du irgendwas Neues? Wow. Also das Oberteil sieht echt cool aus. Das kann ich sogar dreimal aufwerten. Eigentlich müsste ich ja das wirklich schon anziehen. Ja, sie kriegt dies. Gut. Die Hose behält sie auch erstmal. Die kann ich auch noch einmal aufwerten bei ihr. Und dann kriegt sie noch die Soldatenstiefel. Helm bräuchte es. Eigentlich würde ich ihr gerne einen neuen Helm geben. Oder. Ach, weißt du was? Ich lasse bei ihr den Helm weg. Punkt. So. Sieht doch angenehmer aus. So, hallo, guten Tag, was möchten Sie von mir? Hello there! Ready for a fight? A challenge? Geschichte.
erfunden hat, wird erschossen, Junge. Was? Ich hab eine Trap gebaut. Verlegt, Entschuldigung. Ich hasse dieses Vieh ohne Ende, da juckt es mich immer sofort am ganzen Körper. Aber wir haben es geschafft. Auf zur nächsten Runde. Atta boy! Damn impressive! Your reward for victory! Oh, nein! Wollt ihr mich jetzt hier komplett vereimern? Ich wollte gerade fragen, ist es wie gerade aus dem Hintern explodiert? Wird uns wohl als letztes erwarten. That a boy! Damn impressive! Your reward for victory! Vor allem, wo holen die der Viecher denn her, bitteschön? Ich will gar nicht draufklicken, aber. Oh nee! Komm, Alter! Bitte! Yes!
bisschen hoch konzentriert bei der Sache. Gegen die Wand. So, und down. Alter. Das war ein Arena-Kampf. Fantastic! The new champion of Mars! You sure damned earned it. And your reward, of course. Thanks. Errungenschaft freigeschalten, Champion. Einwandfrei. Aber... echt jetzt? Alter. Okay, also, wir können uns jetzt der Champion vom Mars nennen. Einwandfrei. Ich war jetzt gerade hochgradig konzentriert bei der Sache. So, und als nächstes gehen wir jetzt zu dem Anton Rouge. Und machen das Bündnis komplett. Hoffe ich mal zumindest. Ich vermute mal eher, da wird zu uns sagen, was, jetzt willst du meine Hilfe haben? Verpiss dich. Das wird er zu mir sagen. Bin ich richtig? Jo, ich bin richtig. Das erste Mal, dass ich richtig bin. Juhu! Immer noch wegen dem Kampf von gerade eben. Hallo, mein lieber Anton. Wir sehen uns auch mal wieder, du Sackgesicht. Entschuldigung. Du böser, böser Mensch. Mr. Mancer, the sight of your face has started to give me agita. To what do I owe the displeasure this time? Also ich krieg Übelkeit, Brechreiz, und diverse Pickel irgendwo da, wo die Sonne nicht scheint. Aber ich muss dir trotzdem ein was vorschlagen, weil es dich vielleicht auch interessieren könnte. Also. If I'm gonna destabilize Colonel Victor, I'm gonna need some allies. Then you better keep looking, Mr. Mancer. Unfortunately, the allies you've already made aren't folks I consider or want as my own. Goodbye. I gotta go. Then go. Weißt du was?
Ich würde ihn jetzt am liebsten so anschreien, einfach. Ja, wie gesagt, ich habe ja sowieso viel gegen ihn gearbeitet, also. Hätte ich aber für ihn gearbeitet, hätte mich irgendjemand anderes abblitzen lassen. Tja. Das sind wir ja soweit durch. Oder soweit fertig erstmal. Da können wir wieder zurück. Ja, ist richtig. Glück gehabt. Dann machen wir mal wieder ab zurück. Ja, er kommt am Ende wieder angekrochen. Ja, ich will da mein ja, das größte Problem ist einfach nur gewesen. Wir haben gesagt zu ihm, halt dich dort raus aus Noctis. Und das wird uns nur durch das Spiel gebrochen haben. Weil wir haben zwar bei dem Warrior viele Pluspunkte gesammelt, aber genau das ist der eine Punkt gewesen, der das fast überlaufen gebracht hat. Und deswegen hat er zu uns gesagt, nö. Ganz einfach. Er wollte sein Geschäft erweitern und wir haben ihn nicht gelassen. So. Da kommen wir angekrochen und wollen hier von ihm seine Männer mit auf unserer Seite haben. Da spielt er natürlich nicht mit. Das ist nun mal eben so am Ende. Am liebsten hätte ich meinen Wahlspruch wieder gelassen. Und am Ende kackt die End. Und drum ist die Banane krumm. Okay. Macht doch auch keinen Sinn. Ich wollte gar nicht. Okay. Gegen einen ist unfair. Ich bin wieder verkehrt gelaufen. Na gut, nie ganz. Schon leicht, also wir sind schon verkehrt, aber nicht ganz so extrem, wie ich gedacht habe. Natürlich! Na komm her! Aua! Verdammte Kakanille. Oh Mann. Okay, und nochmal. Da sitzen wir natürlich drin. Aua. Alter, soll das jetzt ein Witz sein?
Soll das jetzt ein verdammter Scherz sein? Guten Tag, ich bin der Flieseninspektor. Da müsste doch schon längst liegen. Lasst mich doch einfach leben, ey. Bitte. Jetzt kommt der in der Tagewand. Alter! Lass mich doch wenigstens ausweichen. Nehmen wir doch gleich zwei schwere Schläge nacheinander und ich pumpe der Katze in den Allerwertesten. Unter den Rock. Nämlich. Ich hatte mal 163 Heil-Potions, sag ich jetzt mal. Heilserum. Ganz schön viel verbraucht mittlerweile. So, in welche Richtung mussten wir jetzt weitergehen? Nach links. Oh, runter. Und die nächsten Feinde. Und vielleicht kriegen wir sogar noch ein Level ab. Level ab. Einmal. Dann sind wir sogar noch Stufe 33 geworden. Einwandfrei. Da macht auch langsam immer energischer die Tür auf. So, meine Freunde, wir gehen zurück.
das wollte ich noch erzählen. Wir hatten ja, wo wir hier die Mutanten, den Kane besiegt hatten, kam bei mir oben die Quest mit Scott ist fehlgeschlagen. Der hat sich hier befunden, in der Schlucht. Keine Ahnung. Ich weiß von Janisch. Ich meine nicht hierhin, sondern hier, Mutantental. Wo wir da hier agiert hatten. Da war er hier. Hier war er, in der Schlucht. Und wir haben in Noctis 2 oder 3 Mal nachgefragt, ob die irgendwas rausgefunden haben. Und der war hier. Und wir haben den hier nicht, also ich habe ja in der Schlucht auch alles abgelaufen. Der lag da nirgendwo rum. Aber der war hier. Da haben die Mutanten den nämlich eingesammelt, wo die hier abgehauen waren. Da haben sie ihn nämlich irgendwo gefunden. Ich verstehe das nicht. Naja, ich muss ja auch nicht alles verstehen, oder? Ist halt so, wie es ist. Okay, wir haben nochmal einen Punkt, den wir hier irgendwo reinstecken können. So. Stecken wir den Punkt mal dort rein. Explosivschuss. So. Wo stecken wir denn da hier? Herstellen? Oder Wissenschaft? Charisma. Ich weiß nicht, wie viele Dialoge noch auf uns warten. Tarnung. Habe ich bis jetzt noch nicht gebraucht. Erkundung. Chancen auf Beute habe ich bis jetzt auch noch nicht so großartig gebraucht. Herstellen. Ich glaube, ich hau den bei Charisma rein. So. Hier bräuchten wir. Hier weiß ich nicht so richtig, wo wir denn dann als nächstes reinhauen. Nächster Punkt ab Stufe 34. Und alles voll kriegt man nicht. Also man kriegt einen Baum komplett voll, denke ich mal, pro Spieldurchgang. What a glorious day. Phobos, chosen to be the great orator. He will surely usher us into an era of peace and freedom. Admit it, you find him attractive. What? How dare you? Just because I'm a female, I can't be interested in politics. Not every female falls head over heels over a beefy, chiseled, charming... Wait, I bet you think he's attractive. No, I... he has nice... charisma. That's all. Hat die Frau nicht ganz unrecht? So, wir sind hier. Oh, hier oben hat auch noch... Ja, oben hat auch noch einer eine Quest. Und hier unten auch? Was ist denn hier auf einmal los? Auf einmal haben wir wieder alle Quests. Müssen wir natürlich gleich abklappern. Also, hallo? Ah, ich glaube, den da oben habe ich einfach übersehen. Ah! The human everyone talks about. May I? Can we speak? Please. Hallo, Herr Quartiermeister. Hi. You wanted to talk? I did. Yes, I did. I've heard many people say, even though you are human, you're a good person. Many say that without you, they would still be in the pen. I thought maybe you too could help me. Depends. What do you need help with? Yes, well, we need weapons. To have any hope of helping our brothers held captive, we must be armed. I was given orders to arm a squad, but I have nothing to arm them with. And in Noctis, such things are far too expensive for us. But since I was told you travel, if on one of your trips you could find and bring us back a box or two. I can try.
Sure I could get my hands on some in Ophir somewhere. Thank you. Yes, I'm sure it would be a great, great help for us. Vor allem, ich habe so viele Questgegenstände, ich könnte ihm eigentlich rein theoretisch Klei. Sag ich doch. Ich könnte ihm gleich die Waffen. Ich habe so viele Questgegenstände dabei. So soon. Were you able to find us weapons? As promised, should be enough to get you going. Thank you. Thank you very much. Thank you. I know I've already asked you for a lot, but they are not used to fighting. Is there any way you could give them a lesson? Just a friendly fight. It'll help them get started. Sure. Why not? I'm trying not to hurt them. Ja. Okay. Eigentlich mache ich das ja ungern. Aber nein. Wenn die möchten. Benutzt keine Schusswaffen. Und wieder Nahrung scharf freigeschalten. Ist eifrig. Einwandfrei. So kann man ja leben, ne? Hallo? Dann nicht. Dann werden wir jetzt noch die Wasserpumpe reparieren und dann wird's, denke ich mal, das Folgenende eingeläutet. Weil ich vermute mal, ich habe jetzt eine gute halbe Stunde gemacht. Es kann auch sein, dass es jetzt schon über Länge ist. Ich weiß jetzt nicht so richtig. Ich habe auch nicht auf die Uhr geguckt, wo ich jetzt die Folge hier gestartet habe. Aber naja, ist halt so, wie es ist, ne? Eine Folge mal kürzer, eine mal länger, ab und zu mal eine zweigeteilt, die ich zusammenfügen muss, weil ich ein bisschen nicht drauf geachtet habe und so. Hm. Oder falls da, weil der Postbote wieder mal klingelt. Naja, ist halt so, ne, wie es ist. Dann reparieren wir mal. I think we got everything you need. You able to fix the pump now? Yeah, I got this shit on lockdown. Give me the parts. Shouldn't take long. Gut, der Brunnen ist jetzt repariert. Da können wir jetzt die guten Nachrichten überbringen, nicht? Durch, mit dir durch. Ups. Und es wird Nacht. Oder es ist Nacht. Oh. Now that we are at full strength, we must devise a way to compromise Victor's popularity at the Assembly. I've got a lead. There's this grizzled old general who's been bitching about the lack of info he gets about Aurora. Right now, he's the only one with the balls to call Victor the Dictor incompetent. According to him, the Aurora Dowser's down Shit Creek and may have been booted off his post. If we can prove that General is right and isn't just some senile old man, maybe the Army's head honchos will be pissed enough at the Colonel to kick his buns in the sun. But we would need hard evidence. I'm almost positive that Dandolo can help us. Noctis sends merchants everywhere, after all. We also have some connections with technomancers over there. They should be able to tell us what happened. We could try Anton. Aurora's a little far, but there's no place that's safe from Anton's little birds. It's a start. Even if abundance is run from the top down, members of the Assembly would pay attention to uprisings.
Some of your local allies could help you stir up some anger in the masses. The ASC has made their lives miserable for months. People are arrested on a whisper, live huddled in fear. It would not take much to spark the powder keg. It's a good idea, but we can't influence entire populations by ourselves. We'd need allies hidden among the people. Back when I was an artist, I got into some altercations with assembly members who thought my shows were blasphemy. Maybe it was because I didn't say hail to the shadow 50 times. I can't say for sure, but if we could get them to think that Victor isn't a devout believer, we could get the large religious sect of the assembly to revoke their support and demand his banishment. Or we could just give them a little nudge in the right direction by making them believe Victor steals relics for his own use. We'd have to stage an elaborate setup, but I like it. After all, the trickster must get what he gives. We'll need volunteers that could pretend to be ASC. The plan is right up Anton's alley. It's possible for Dandolo or the opposition to help us out too. One last thing. I was told the High Judge endorses all of Victor's decisions, even though I know for a fact that he hates him, which is more than a bit strange. The Judge is such an honest man. Or if you're in the mood to make a scandal, I've got everything we need. Did you know that Victor employs young women to worm out information on men he keeps tabs on? And I'm not Victor, but I have a feeling he used that info to blackmail these same men. If we can prove it, the Assembly would have a major meltdown. Their beloved Colonel, a pimp? To find evidence of his trafficking, we could look for the orders he gave his goons. Have you seen his hands? Far too immaculate to be doing this dirty work himself. Avori aren't doing anything about it. They must be profiting from it somehow. This is a dead end. We need to find a new approach. Indeed. How's this? I've heard that a small faction of the Assembly blindly backs up Victor, no matter how crazy the project is. So I believe it almost certain that their chief of this faction was bribed. So unless we bribe him ourselves, we'll have to silence him. It's not ideal, but I have no way of finding out what dirt the ASC has on that man. We'll have to go without his support and hope we can get enough voters elsewhere. All these ideas will indeed cut off Victor from his support network. But? This is going to sound self-interested, but if we could help the mutants escape from the pen, it would expedite the Colonel's downfall. The people and the Assembly would be outraged to know that after decades of civilized control, Victor was the one who couldn't keep them in check. I'd like to see the Colonel try to justify his mistake of so many slaves, particularly ones notorious for their feeble minds. No, it's not selfish. It's a good plan. We're gonna help mutants in the pen prepare their escape. After a mass breakout like that, his reputation will never be the same. Thank you, all of you, for the ideas. Now let's make them happen. Jo, ich hab das Gefühl, wir haben wieder sehr, sehr, sehr viel Arbeit bekommen. Ja, aber darum werden wir uns in der Zukunft kümmern. Die Zeit ist schon wieder vorbei. Also macht's gut und bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.